Thomas Scherabauer von den Freiheitlichen, ebenfalls aus Oberösterreich. Danke, Herr Präsident, geschätzter Herr Landeshauptmann, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Industrieland Oberösterreich ist der Motor für Wertschöpfung und Arbeitsplätze von ganz Österreich. Von der Entwicklung unseres Bundeslandes profitiert die gesamte Republik. Die oberösterreichische Industrie inklusive der industrienahen Dienstleistungen generiert österreichweit 878.000 Beschäftigungsverhältnisse und 60 Milliarden Euro an Wertschöpfung. Zweifelsohne kann Oberösterreich als das industrielle Kraftzentrum bezeichnet werden. Mit 14,11 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung in der Sachgüterproduktion ist die oberösterreichische Industrie in etwa gleich groß wie die Steiermark und Niederösterreich zusammen. 4 von 5 oberösterreichischen Regionen sind unter den Top 10 aller 35 österreichischen Regionen bei der Wertschöpfung in der produzierenden Industrie. Meine Heimat, das Innviertel, belegt in diesem Ranking den hervorragenden 5. Platz. Und die oberösterreichische Industrie agiert selbstverständlich auch in puncto Nachhaltigkeit vorbildlich. Die Betriebe der Sachgüterproduktion geben pro Jahr 340 Millionen Euro für den Umweltschutz aus. Das sind 45% der gesamten Umweltschutzausgaben der Industrie Österreichs. Mittlerweile kann sich unser Bundesland wirtschaftlich mit Wirtschaftsregionen wie zum Beispiel Oberbayern messen. Im jüngsten EU-Ranking stieg Oberösterreich vom 51. auf den 34. Platz auf. Ein toller Erfolg, der uns aber auch vor weitere Herausforderungen stellt. Etwas Sorgen macht mir aber die europäische Dieselphobie, durch die sehr viele Arbeitsplätze in ernsthafter Gefahr sind. 43% der Beschäftigten sind in der Fahrzeugindustrie beschäftigt. Die Exportquote dieser Branche beträgt 82%. Für das Exportbundesland Oberösterreich wird die Entwicklung in der Automobilbranche entscheidend werden. Unser Anspruch an den Wirtschaftsstandort Oberösterreich ist besonders hoch. Ziel ist jedenfalls, Vorreiter zu bleiben. Auch beim Thema Infrastruktur übernimmt Oberösterreich eine Vorreiterrolle und geht in manchen Bereichen neue Wege. Mit der Infrastrukturoffensive wurde bereits der Turbo zur Verbesserung der Mobilität in Stadt und Land gezündet. Im Rahmen des 750 Millionen Euro Programms zur Attraktivierung der oberösterreichischen Regionalbahnen werden in den kommenden Jahren weitere Maßnahmen gesetzt. Gerade bei der Modernisierung des Fuhrparks auf den landeseigenen Regionalbahnstrecken besteht ein sehr, sehr hoher Bedarf. Mit Cleverness und Hausverstand werden hierbei neue Wege bei der Beschaffung moderner Schienenfahrzeuge gegangen. Sogenannte Tram-Trains sollen künftig auf den Regionalbahnen zum Einsatz kommen. Geplant ist, dass die neuen Fahrzeuge über die landeseigene Schiene Oberösterreich in einem Beschaffungsverbund mit 5 deutschen Verkehrsunternehmen gekauft werden. Gegenüber der alleinigen Beschaffung kostet ein Fahrzeug mit rund 4,5 Millionen Euro etwa 1,2 bis 1,3 Millionen Euro weniger und die Wartungskosten sinken um rund 1 Euro je Kilometer oder 80.000 Euro pro Jahr und Fahrzeug. Vorerst werden auf diesem Weg 20 Fahrzeuge für 90 Millionen Euro bestellt. Mit diesem Vorgehen werden etwa 25 Millionen Euro eingespart und die Option, weitere Fahrzeuge auf günstigem Weg zu kaufen, bleiben erhalten. Das neue Mobilitätspaket für den Grenzraum, das eine gemeinsame Verkehrslösung für die Regionen nördlicher Flachgau-Braunau bringen soll, die Entlastung verkehrsgeplagter Anrainerinnen und Anrainer durch viele sogenannte Mautflüchtlinge, sektorale Fahrverbote für LKWs und so weiter. Sinnvolle Maßnahmen, die zu einer positiven Entwicklung des Verkehrsproblems beitragen werden. Auch als Sportland ist Oberösterreich in jeder Hinsicht auf der Überholspur. Landesrat Achleitner, Sportlandesrat, schöne Grüße nach oben. Das neue Sportgesetz, die Sportstrategie Oberösterreich 2025, deren zentrale Leitlinien auf Vereinfachen und Deregulieren abzielt, wird die Dach- und Fachverbände in der Landessportorganisation stärken, Gremien reduzieren und die Strukturen im Sport straffen. Es haben bereits auch andere Bundesländer wie Vorarlberg und Wien Interesse an dem neuen vereinfachten Sportgesetz bekundet. Weiters macht das Sportland Oberösterreich auch mit Top-Veranstaltungen von sich reden. Der alljährliche Linz-Marathon,
Die Skisprung-Events in Hinzenbach, der Skiweltcup in Hinterstoder, wo am 28. Februar die Kombination am 29. der Super-G und am 1. März der Riesendurlauf stattfinden wird. Und ja, wir haben aktuell auch mit Vincent Griechmeier einen Weltklasse-Rennläufer aus Oberösterreich. Das heißt, lieber Kollege Steiner Christoph, nicht alle guten Skifahrer kommen aus Tirol, mittlerweile auch aus Oberösterreich. Seien wir nicht besser, es ist so. Ja. Und die Steirer natürlich auch. Ja. Nicht zu vergessen, die Erfolge des LASK im Fußball, die vergangenen Samstag im ÖFB-Cup der Mannschaft von Sturm Graz auf gut infanterisch gesorgt haben, wo der Battl den Most herholt. Der neue Sportminister und Vizekanzler, seines Zeichens bekennender Sturm Graz-Fan, war ja am Freitag als Ehrengast bei der Oberösterreichischen Sportgala im Bruckner Haus anwesend. Übrigens eine unglaublich tolle Veranstaltung. Und hat dort im Interview, der Herr Landeshauptmann ist mein Zeuge, tatsächlich mit einem Sieg seiner Mannschaft spekuliert. Aber ich glaube, da war eher der Wunsch der Vater des Gedanken, weil Ausgang ist natürlich für den LASK. Wie wir es erwartet haben. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Herr Landeshauptmann, es gäbe noch viel über dieses wunderschöne Bundesland zu berichten, aber eins lasst uns mal nur sagen, bitte. Es gibt Kellner und Oberkellner und es gibt Österreicher und Oberösterreicher. Vielen Dank. Viel Lob für das Land Oberösterreich kommt von Thomas Scherabauer von der FPÖ Oberösterreich.